7. November 2022. Das Vorhaben in der Sagemünder Straße in Saarbrücken nimmt so langsam fixe Formen an. Ende des Jahres soll alles fertig sein. Jetzt Stefan Kohl, ich grüße dich. Hallo Sven. Wir gehen mal kurz rein. Es ist ein ganz besonderes Projekt, denn das Thema Abschiedsnahme und ich sag mal die Trennung vom Verstorbenen durch eine Feier zum Beispiel kann hier realisiert werden, nach deinen Wünschen. Du machst das Ganze jetzt schon wie lange? Seit 1994 kümmere ich mich um Bestattungen und seit 2008 bin ich selbstständig. Seit 2008 selbstständig. Wenn man das hier sieht, du hast quasi all deine Erfahrungen einfließen lassen in die Wünsche der Menschen, die sich von jemandem verabschieden möchten. Da hat sich natürlich auch der Lebenswandel der Leute in den letzten 20 Jahren stark wiedergespiegelt. Die Leute kommen oft von weit her zusammen, um daran teilzuhaben. Oft waren die Zeiten, die dir zur Verfügung gestanden sind, bei den anderen Stellen nicht flexibel genug. Ja, das ist richtig, weil wir haben auf den kommunalen Friedhöfen halt auch starre und feste Zeiten. Hier in Saarbrücken zum Beispiel ist das montags bis freitags morgens um 9 Uhr, 10.30 Uhr, 12 Uhr, 13.30 Uhr und in Ausnahmefällen mal 15 Uhr mit Aufpreisen beim Friedhof. Und hier sind wir halt relativ flexibel. Hier können wir auch am Wochenende, Samstag, Sonntag auch Trauerfeiern machen, weil die Leute ja mittlerweile alle in Deutschland rum oder auch im Ausland wohnen und nicht mal so direkt ad hoc auch hierher kommen können. Und deswegen wird auch viele Trauerfeiern am Wochenende gewünscht sein. Ja, jetzt sind wir Anfang November. Das Ganze könnte zum ersten Mal wann eingeweiht werden mit einer Trauerfeier? Also wir schätzen, dass wir jetzt Ende Dezember auch fertig werden, weil die Handwerker ja die letzte Dezemberwoche nicht arbeiten. Deswegen sind wir so verblieben, dass wir Ende Dezember fertig sein wollen. Sieht auch jetzt mittlerweile sehr gut aus. Wir hatten ja eigentlich wollen schon Anfang diesen Jahres, sprich März, fertig sein. Aber da hat uns natürlich auch die Verfügbarkeit von vielen Materialien einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben noch eine Brandschutzauflage bekommen, die war halt auch problematisch gewesen. Wir haben hier in der Wand noch müssen einziehen oder dort, wo jetzt der Empfang ist, da kommt noch eine Glaswand hin, die wird jetzt auch im Dezember noch geliefert werden. Man sieht hier an der Decke diese Deckenpanels, die den Schall schlucken und so weiter, weil ich wollte keine Odenwalddecke, wie man sie halt so kennt und jetzt hier über dem Bürobereich sieht. Ich wollte es halt moderner haben und auch, dass der Schall geschluckt wird. Und da sind diese Teile auch noch falsch gekommen. Die haben dann auch müssen nochmal neu bestellt werden. Und eine Neubestellung in der Baubranche dauert dann ja, Minimum 6 Wochen. Ich glaube, wir haben 8 oder 9 Wochen gewartet, bis sie dann nochmal da waren. Ja, das ist halt alles, was uns dann immer weiter nach hinten geschoben hat. Hier links neben mir sieht man ja, da ist jetzt die Brandschutztür dann jetzt auch mal noch gekommen für hier rein. Hat gedauert 3,5 Monate, bis sie da war. Also es ist heute nicht mehr irgendwas ad hoc zu bekommen. Es dauert halt und es ist ja alles auch Maßanfertigung, es ist ja alles auch kein Standardmaß. Und auch die Farben, wo ich hier haben wollte, sind halt auch Farben, die halt auch dann nicht so ja, die Trauer rausdrücken sollen. Es ist, soll angenehm sein für die Person. Hier jetzt an der Wand sind halt auch Echtschiefer-Tafeln an der Wand, die auch angeleuchtet werden. Die sieht man jetzt auch drin im Trauerraum, wo wir jetzt noch kurz hingehen. Da sieht man die auch ausgepackt. Stefan, vielleicht mal ganz kurz, dass wir uns ein bisschen orientieren können für die Leute nochmal. Das ist die Sagemünderstraße hier vorne. Auf der Rückseite sind die ganzen Parkplätze. Genau, Sagemünderstraße 85 bis 87 in St. Arnual. Und hier links ist dann die Rezeption quasi, der Empfang. Genau, da ist der Empfang. Und dort kommt jetzt auch diese Glaswand noch hin aus F30-Material, also eine feuergeschützte Wand, weil das Bauamt gesagt hat, hier könnte eine Brandlast davon ausgehen, von den Akten, die auf dem Tisch liegen, was im Schrank drin ist und auch ja, von den Möbelherren selbst. Gut, kann ich nachvollziehen, aber es ist halt ja nur ein Durchgang, aber es ist halt so. Ist halt so. Aber das hier ist neueste Brandschutzverordnung. Ich glaube, die allerneueste, die es gibt, die wurde dir natürlich auch auferlegt. Das Ganze hier geht automatisiert. Wir haben es gesehen mit entsprechenden Bewegungsmeldern. Das heißt also, auch hier soll Energie eingespart werden, wo es nur geht. Ja, genau. Und das ist alles LED. Hier, das ist der Bereich, wo die Garderobe nachher auch sein wird, dass ja, im Winter die Mäntel und die Jacken aufgehängt werden können, damit man nicht in der Trauerhalle oder Verabschiedungshalle mit
Jacke und mit Mantel sitzen muss. Klingt nach einer großen Investition. Wird sich das denn später bemerkbar machen, wenn ich hier diesen Trauerraum miete? Der Trauerraum an sich, der wird eine gleiche Miete haben wie auch auf den Friedhöfen selbst. Man hat aber natürlich auch sehr, sehr viel Mehrwert. Zum Beispiel bei uns ist es geheizt. In den Trauerhallen ist in der Regel nicht geheizt oder nur marginal geheizt. Wir haben auch eine Lüftungsanlage eingebaut, die nach dem neuesten Stand ist. Die kühlt auch im Sommer? Ja, die kühlt auch im Sommer. Wir haben eine Technik eingebaut, was die Akustik betrifft. Wir haben Kamerasysteme eingebaut. Also wir haben sehr, sehr viele moderne Sachen auch eingebaut, auf die wir dann, wenn es fertig ist, natürlich auch eingehen, dass wir es auch erklären können. Das digitale, Zentrum wird starten. Wir sind ja jetzt im Jahr 2022. Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber heute ist man ja überall erreichbar. Das heißt, diese praktische Erreichbarkeit macht es möglich, dass man Menschen auch zuschalten kann, die ganz weit weg sind, vielleicht auf einem ganz anderen entsprechenden Kontinent. Da hast du schon mal vorgesorgt. Wir wollen aber noch nicht zu viel verraten, denn das war eine große Nachfrage. Kann man sowas auch übertragen? Genau, das war eine große Nachfrage. Ich sage mal, den einen Weg, wie etwas rausstreamen mit einer Kamera, das kriegt man relativ leicht hin und auch kostengünstig und einfach. Aber was wir hier halt machen, ist auch ein Und-Ausgang vom Weg von den Videosignalen. Und das ist halt mir sehr, sehr wichtig gewesen. Und das ist natürlich das, wo auch das große Invest ist. Und also Leute können sich zuschalten, ich kann die sehen. Genau. Und das ist technisch auch sehr aufwendig, was die Firma da mit uns auch auf die Beine gestellt hat. Und man soll es nicht anders denken. Es dauert natürlich auch wieder, bis diese Komponenten da sind, weil da warten wir auf eine Komponente schon seit 8 Monaten. Und das ist dein Traumstück ist noch nicht ganz fertig. Das ist ein behindertengerechtes WC, das auch wirklich den neuesten Normen entspricht, was auch Rein-Rausfahren, Platz und so weiter angeht. Auch das musste modifiziert werden? Ja, was das Rein-Rausfahren betrifft, auch die Noteinrichtung habe ich auch Wert drauf gelegt, dass halt das auch wirklich drin ist, dass das nicht nur auf dem Papier steht, es muss auch sowas drin sein. Wenn jetzt jemand da drin stürzt oder sich nicht mehr bewegen kann, man sieht, die Einrichtung ist bis fast zum Boden, dass dann auch ein Alarmsignal einmal an Empfang und in beiden Fluren dann ertönt, dass wenn was passiert, dass dann auch geholfen werden kann. So, hier sieht man, da ist sogar Holz drin, eine Holzoptik hier. Das sieht sehr schick aus, denn das Ganze soll nämlich nicht nur zur Trauer da sein, man kann hier später auch, das wird ein Ziel sein, auch mal was Freudiges feiern, zum Beispiel auch einen runden Geburtstag könnte man machen oder man kann auch eine Vereinsfeier hier machen. Das wäre später möglich, Teil 2. Da gehen wir aber erst nächstes Jahr drauf ein. Im Moment ist das Thema Trauerfeier im Vordergrund und die werden wir uns gleich mal anschauen. Ja, das ist schon richtig, dass wir nächstes Jahr drauf eingehen, aber der Teil 2 ist ja jetzt schon im Bau. Der wird auch bis Dezember auch fertig werden. Weil der wird auch fertig? Der wird auch fertig, weil da hinten, wo wir gleich noch hingehen, da ist es ja schon fertig. Da sind nur noch so kleine Modifikationen, wo gemacht werden müssen. Also wir dürfen hier noch gar nicht reingucken? Oder dürfen doch, da kann man ruhig mal reingucken. Kann man reingucken. Also es gibt einen zweiten Raum nebenan. Da gibt es eine Restauration, einen Versammlungsort. Auch hier kommt ein Boden rein. Der wird auch bis Dezember fertig? Ja, also der wird Anfang Dezember gelegt. Die Wände sind ja schon vorbereitet, wie man sieht. Die Decke wird jetzt in Kürze auch schwarz gestrichen. Die Akustikdecke ist auch schon geliefert worden beim Großhandel. Also es ist alles da. Und ja, wir haben uns gerade letzte Woche noch vereinbart, dass dies auch bis Ende Dezember fertig sein wird. So, das war ja nicht so ganz klar im letzten Dreh. Wird der Teil auch fertig sein? Er wird fertig sein. Das heißt also, wenn jemand hier eine Feier oder eine Veranstaltung machen möchte, ruhig mal anfragen. Da hat man die neuesten Veranstaltungssäle und kann sogar sich über ein Bistro sich beliefern lassen mit Catering, richtig? Genau, das werden wir so ab Januar, Februar, wie können wir das dann auch durchführen hier. Also das heißt, Catering wird kein Problem sein, auch die Veranstaltung, nicht nur die Trauerfeier, sondern anschließend auch, wie ist der Name im Saarland, wie nennt man das? IMS nennt man IMS, ja. Genau. Da ist halt jetzt noch die Problematik von der Bestuhlung und allem, das ist halt auch alles jetzt im Moment im Fluss und in der Bestellung, aber du kriegst erst die Liefertermine, wenn die es auch hundertprozentig wissen. Da gehe ich davon aus, dass das alles im Januar erst geliefert wird, weil die ja jetzt Ferien und alles kommt ja auch wieder bei denen. Und über Weihnachten, denke ich mal, Mitte Dezember sind die Firmen geschlossen. So, hier ist noch eine Toilette. Können wir mal kurz zeigen. Auch hier
Ganz wichtig, jemand will sich ja auch mal ein bisschen frisch machen. Man will vielleicht seine Haare mal zurechtzupfen oder das Make-up nachfrischen. Das geht hier? Ja, das geht hier alles. Wir haben hier einmal rechts die Männertoiletten und links die Damentoiletten. Und ach, der Waschraum ist halt auch unisex. So, Waschraum ist unisex. Das heißt, auch hier kann man mal die Kinder noch mal schick machen. Kann gucken, okay, stimmt auch alles mit der Deko und so weiter, die man dann hat. Auch die Farben, das Anthrazit passt sehr, sehr schön. Das heißt also alles, nur nicht traurig sein. In vielen Kulturen ist der Tod auch Anlass zur Freude. Genau, so bin ich auch eingestellt, dass man es halt auch ja, angenehm gestaltet und freundlich und nicht gleich das, wenn man reinkommt, schon die Trauer einen erschlägt. Das ist so, denn viele Menschen freuen sich, wenn sich die Menschen bei der Trauerfeier freuen. Schreiben das sogar extra nochmal rein, schreiben rein, bitte seid nicht zu traurig. Wobei man das ja keinem vorgeben kann, das ist der zentrale Saal hier. Ich zeige mal gerade, wie groß die Tür ist, bleibt mal gerade da stehen, dass man mal das sieht. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Jetzt, wo alles bebaut ist, wirkt es ein bisschen kleiner. Zum Glück kann man nur sagen, aber hier gehen viele Leute rein. Gell? Ja, also hier gehen ohne Probleme 50 Sitzplätze hin. Das ist gar kein Thema und dann ist immer noch Platz, wo sich Leute auch noch hinstellen können. Im Foyer können sich noch Leute hinstellen. Ja, hier sieht man ja auch dieses jetzt ganz geradeaus durch dieses Portal, das ist auch hinterleuchtet. Hier war es mir wichtig, dass man auch kein Kreuz oder sonstige kirchliche Symbole jetzt auch aufhängt, dass man auch neutral sind, weil Kreuz können wir immer noch hinstellen, kann auf den Sarg, hinter die Urne gestellt werden. Dieses Portal soll auch eine Freundlichkeit ausstrahlen. Man kann das halt ganz hell anstrahlen. Man kann es etwas dunkler machen. Rechts daneben ist ein 3 Meter Bildschirm. Da sieht man jetzt erstmal die Dimension von dem Raum auch. Also er hat 3 Meter Durchmesser. Stark. Und hier siehst du natürlich die Möglichkeit, dann auch Leute zuzuschalten über dieses Schaltpult. Werden wir aber später mal zeigen. Das Ganze hat auch einen sehr schnellen Internetanschluss hier bekommen. Ich glaube, das Schnellste, was geht. Ja, hier in St. Arnold geht aber nur 100 Mbit derzeit. Wir haben uns natürlich angemeldet für Glasfaser, aber da muss man halt auch abwarten. Das wissen wir ja alle, dass man da relativ lange warten muss. So, hier oben ist eine PTZ-Kamera. Was ganz besonders wichtig ist, du hast sehr viel Geld in die Akustik investiert, damit Leute auch es gut hören. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich zeige es mal gerade. Ich filme mal gerade hier vorne rein, da geht es besser. Da hängt ein ganz toller Lautsprecher, der eine Abstrahlung nach unten hat, sodass also die Leute, die hier sitzen, nicht hinten hört niemand was und vorne ist es viel zu laut, sondern es ist perfekt, oder? Ja, also ich habe mich da auch lange belehren lassen und selbst auch eingelesen, wie machen wir es mit dem Lautsprecher? Weil oftmals ist es ja so, dass die Lautsprecher in irgendeiner oder in allen Ecken hängen und dann die Personen, wo davor sitzen, die hören alles oder auch manchmal viel zu viel und die Personen, wo vorne sitzen, hören nichts. Und hier ist es halt so, dass man immer einen gewissen Abstrahlwinkel hat nach unten, dass jeder auch gleichmäßig hört. In den Tests von diesen Lautsprechern, also mit halber Lautstärke, kann ich dich hier schon nicht mehr unterhalten. Also die haben schon richtig Wumms dahinter, wie man so schön sagt. Das ist so, dass man das sehr stark unterschätzt, wenn mal 50 Leute da sind, die nur ein bisschen murmeln, dann ist hier eine Lautstärke drin, das kann man sich gar nicht vorstellen und dagegen muss man auch ankommen können, aber ihr habt viele Lautsprecher investiert. Das hier ist echter Marmor? Schiefer. Echter Schiefer? Ja. So, klar, Schiefer. Habe ich Marmor gesagt? Ja. Sag's mal gerade, das Ganze indirekt beleuchtet. Überall Steckdosen kann man nie genug haben. Das ist richtig, weil man braucht immer irgendwas, irgendjemand will irgendwas noch einstecken. Wir haben dann auch hier die Möglichkeit, dass auch Personen hier auf den Bildschirm sich noch verschiedene Präsentationen drauf werfen können, dass man ein Bild einfach nur projiziert. Die Trauergesellschaft kann sich über Bluetooth auch mit einwählen dort, um mal einen kleinen Einblick schon mal auf so paartechnische Raffinessen zu geben. So, da vorne können wir ja mal schauen, ist das Schallzentrum, das ist so ein bisschen wie im Kino. Hier kann die Person, die die Technik dann später überwacht, hier geht es ja auch um Lichttechnik, um Zuspielungen, um die ganze Technik. Da können wir jetzt mal reinschauen. Das ist eine sehr aufwendige Lüftungsanlage, für die gab es, glaube ich, auch einen Zuschuss, weil das ist High-End. Ja. Müssen wir noch fertig beantragen. Okay. Aber er ist beantragt, wir müssen ihn abrufen. Beantragt ist er. Ist er. Zugesagt ist er auch. Das heißt, du hast einen Wärmetauscher mit drin. Hier geht keine Energie verloren, wenn Frischluft eingeblasen wird. Filteranlagen sind mit drin. Ja. Gut. Allein die Lüftungstechnik, hast du mir erzählt, hätte damals vor 30 Jahren gelangt, das Ganze hier zu bauen.
Ja, man kann das ruhig sagen, was er gekostet hat, 65.000 Euro netto. Überleg mal. Das ist schon eine Hausnummer. Aber entweder habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, eine Lüftungsanlage, die ich auch noch mit 20% gefördert bekomme, zu bauen. Oder ich hätte auf der ganzen hinteren Front müssen Fenster machen und überall Heizkörper wäre ich genauso weit gewesen von den Kosten. Ich hätte aber keine Förderung bekommen. Also das war einfach ein Rechenexempel. Und auch für den Komfort finde ich die Lüftungsanlage eigentlich besser, weil wenn ich jetzt hinten eine Fensterfront gehabt hätte, dann hätte ich ja müssen wieder, wie mache ich das mit der Gestaltung, dass die Leute auch ordentlich sitzen, dass sie nicht geblendet werden. Und so sind wir halt neutral. So, das ist der Blick dann von hier oben. Ich habe also einen direkten Blick auf die ganze Trauergemeinde, den Redner, alle technischen Voraussetzungen, Serverschränke hast du organisiert. Die EDV-Verkabelung ist komplett gemacht worden, damit alles auch gut funktioniert. Das ist das Audiosystem, das ist schon eingebaut? Genau, das ist jetzt nur das, was mit Audio zu tun hat und die eine Blende, da fehlt noch eine Komponente, frag mich auch bitte nicht was, es ist so viele Komponenten, wo da reinkommen. Jo, und er reicht geradeaus. Es wird funktionieren. So, und da werden wir darüber berichten. Das ist übrigens mein Rucksack, der da hinten steht. Da haben wir das Ganze gedreht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, wir können ja mal bei einer Veranstaltung zugegen sein, dass wir das Ganze mal auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert in echt. Die Besonderheit wird natürlich sein, das Thema Zuspielung. Ich glaube, da haben nicht ganz viele nachgefragt. Können Leute auch dabei sein und dass andere die sehen können und das nicht nur, ich sag mal, mit beobachten können, sondern man ist quasi mit dabei. Ich kann Oma, Opa vielleicht sogar auf dem Bildschirm sehen. Ja, es sind ganz oft, die Trauerfeiern werden immer weiter verschoben, weil es ist noch jemand in Urlaub, es ist noch jemand auf Geschäftsreise, es ist noch jemand da und hier. Und so kann man dann jetzt ein Mittelding, dass auch die Trauerbewältigung, das muss auch relativ zeitnah gemacht werden, dass die Beisetzung gemacht wird, das ist ein Abschluss für die Familie. Und so können wir halt auch, dass die Personen dann multimedial teilnehmen können, denke ich, dass das von den Terminierungen her auch für die Angehörigen wesentlich angenehmer wird. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Du bist ja mit in einem Verband, glaube ich, der Bestatter, die da sind. Dort bist du ja immer als sehr innovativ bekannt. So ist es so. Hast du so einen ähnlichen Raum schon mal gesehen in Deutschland? Es gibt Bestattungsinstitute, die haben eigene Trauerhallen und so weiter. Aber das, was wir hier haben, ist im Saarland auf jeden Fall einzigartig. In Deutschland glaube ich auch nicht, dass es irgendwo gibt. Also ich habe es noch nicht gesehen. Die Räumlichkeiten ja, aber nicht von der technischen Ausstattung. Sehr schön. Stefan Kohl, Pietät von Rüden und viele angeschlossene Institute, muss man dazu sagen, brauchen wir jetzt nicht zu nennen, die mit dabei sind. Vielen Dank erstmal für den Einblick hier am 7. November. Wir werden auf jeden Fall noch vor Weihnachten kurz mal vorbeikommen, da sieht man viel mehr. Ich bin nämlich am, ich glaube, 16. letzter Tag nochmal da, bis zum 4.5. Vielleicht ist ja bis dahin schon die erste Feier da. Und gibt es eine Einweihung? Kommt da jemand? Oder? Das ist geplant, aber ich mache erst einen Termin, wenn wirklich auch alles fertig ist. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Konfovent Verso, ihr habt es gehört, fast 70.000 Euro netto plus Mehrwertsteuer. Aber was tut man nicht alles, dass es den Leuten auch gut geht, auch im Sommer. Und die werden ja auch immer heißer. Parkplätze übrigens auf der Rückseite zu Genüge. Tschüss. Danke.